Heute wird es musikalisch, denn ich stelle euch eine generative KI vor, die in der Lage ist, mit euren eigenen Texten radiofähige Audiostücke und Musik zu produzieren. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Es geht wie immer los nach dem Intro. Die Möglichkeiten generativer KI sind ja schon unglaublich gut. Sei es darum, Bilder zu erstellen, Sprache zu synthetisieren oder Texte zu erstellen. Und natürlich gibt es auch KIs, die Musikstücke produzieren können oder diese aus euren Texten auch erstellen können. Ich finde ja, Musik ist ein hervorragendes Transportmedium von Informationen, von Texten und eine wunderbare Zugangsart, sich damit auch auseinanderzusetzen. Sei es jetzt Gedichte, Bibelstellen oder auch andere Texte. Ja, das läuft einfach, ich sag mal, über das Transportmedium Musik wesentlich besser zielgruppenorientierter. Vielleicht habt ihr aber auch noch mal konkrete Ideen, Beispiele, wie das, was ich euch jetzt zeige, auch inhaltlich in der pädagogischen Arbeit, in der Bildungsarbeit eingesetzt werden kann. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich finde es immer toll, wenn wir voneinander profitieren können. Ja, ich möchte euch jetzt, wie gesagt, Suno vorstellen. Das ist ein KI-Musik-Tool, das kostenlos nutzbar ist. Alles, was ihr braucht, ist ein kostenloser Account, mit dem ihr euch einloggt und dann könnt ihr hier unter Create schon anfangen, eure Musikstücke zu generieren. Die Musik, die hier generiert wird, unterliegt keinem Urheberrecht. Das ist KI-generierte Musik und auch wenn ihr Texte verwendet, eigene Texte, KI-generierte Texte, könnt ihr diese ohne Probleme nutzen. Lieber Steuerzahler, hör mal zu. Was ist das jetzt schon wieder? Ich war gerade in ChatGPT und habe hier ja einen Brief vom Finanzamt hochgeladen, was ich im Internet gefunden habe und habe ChatGPT gebeten, erkläre mir das in Form eines Liedes und werde jetzt daraus ein Musikstück erzeugen mit Suno. Und vielleicht, liebe Finanzbehörde, ist das ja auch eine schöne Möglichkeit, dem Bürger, der Bürgerin eher nahe zu bringen, was ihr eigentlich von ihr wollt. Gut, ihr müsst auf jeden Fall sehr am Schreibstil arbeiten. Der Text ist hier. Ich habe jetzt die Möglichkeit, einen Musikstil auszuwählen. Da ist zu sagen, Suno kann keine konkreten Interpreten imitieren. Ich kann jetzt nicht sagen, mach das im Stil von Bob Marley, sondern ich muss eben die Stilrichtung oder das Genre angeben, eben dann sagen, ja, bitte im Reggae-Style. Und ich habe jetzt hier einfach mal Funk ausgewählt. Ich kann alles Mögliche angeben, klicke dann auf Create und sobald wir fertig sind, innerhalb von wenigen Sekunden, erscheint dann hier in der Mitte das fertige Stück. Und das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß und euch allen alles Gute. Bis bald. Tschüss. Lieber Steuerzahler, hör mal gut zu. Deine Umsätze, sie bleiben nicht verschont im Nu. Letztes Jahr war's nicht mehr als 7.500 Euro. Jetzt musst du melden und zwar vierteljährlich, das ist kein Hallo. Dies Jahr musst du vierteljährlich zahlen. Steuerpflichtig bist du. Keine Frage, keine Qual, monatlich bisher, doch das wird jetzt enden. Deine Voranmeldungen musst du neu sehen. Dein Finanzamt, es hat keine Wahl. Die Regelung ist klar und das ist real. Erstmalig jetzt, im zweiten Quartal, musst du deine Meldungen bringen ins Tal. Dies Jahr musst du vierteljährlich zahlen. Steuerpflichtig bist du. Keine Frage, keine Qual. Monatlich bisher, doch das wird jetzt enden. Deine Voranmeldungen musst du neu sehen. Bitte sag's deinem Berater, dass er's weiß. Die Vorauszahlungen sind jetzt heiß. Erfüll deine Pflicht und mach es klug, dann geht's dir gut. Und
Viertel jährlich zahlen. Steuerpflichtig bist du, keine Frage, keine Qual. Monatlich bisher, doch das wird jetzt enden. Deine Voranmeldungen musst du neu sehen. Mit freundlichen Grüßen, dein Finanzamt. Halt dich dran und es bleibt entspannt. Übertrag deine Daten und alles.